Industrialisierung ist der Begriff für technischen und gesellschaftlichen Wandel. Um 1850 wachsen Städte zu großen Industriereviren zusammen. Dampf und Wasserkraft treiben Maschinen an, mit denen Konsumgüter hergestellt werden. Kohle und die Produktion von Eisen und Stahl sind die Bausteine der ersten industriellen Revolution. Elektrizität hebt die Produktion auf eine neue Stufe. Fabriken entstehen und mit ihnen wachsen die Erwerbsarbeit und der Arbeitsmarkt, der sie regelt. Die zweite industrielle Revolution schafft Fließbandarbeit und Massenproduktion. Als in den 80er Jahren die Datenverarbeitung von Computern übernommen wird, steht die dritte industrielle Revolution an und der Mensch als Produktionsfaktor immer öfter in Frage. Nun also das neue Zeitalter, die vierte industrielle Revolution. Ah, also Terry suchen Sie gerade noch, aber kommt scheinbar und Kevin ist die Nummer zwei. In Asien spielt der Begriff Industrie 4.0 eine immer größere Rolle. Es gibt eine riesen Neugier. Was passiert da in Deutschland? Was passiert in Europa? Ist Europa tatsächlich an dieser Front wieder führend, weil eben ein technologischer Umbruch stattfindet? And our CIO, Sean. Nice to meet you. Thank you very much. Hi. Thank you. Hi, welcome to our booth. Thank you. Zu Besuch ist die chinesische Delegation eines der größten Konzerne der Welt. Foxconn beschäftigt weltweit über 1,3 Millionen Menschen. Für die Deutschen könnte er zu einem der wichtigsten Kunden werden. Weil der Konzern immer häufiger Roboter einsetzt, hofft das deutsche Unternehmen, den Chinesen elektronische Steuergeräte für die automatische Produktion verkaufen zu können. Ich mache vielleicht ein einfaches Beispiel. In allen Hochhäusern gibt es Aufzüge. Diese Aufzüge müssen permanent gewartet werden und dafür gibt es ganz bestimmte Wartungsintervalle, zum Beispiel vierteljährlich oder halbjährlich. Und jeder Aufzug, ob der einmal im Monat benutzt wird oder 10.000 Mal im Monat benutzt wird, unterliegt diesem Überwachungsintervall. Mit Industrie 4.0 wäre es jetzt so, dass möglicherweise aus den 3.000 Leuten nur noch 100 Leute diese Überwachung vornehmen würden, weil dann der Aufzug und insbesondere einzelne Komponenten in diesem Aufzug an eine Zentrale und Auswertung von Daten signalisiert, pass auf, bitte kommt vorbei, ich muss gewartet werden. Also ein völlig disruptiver Ansatz, was das Thema Wartung betrifft.